Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS22, MLS22 Frontiers Projekt zusammen mit dem Yannick und den Alex. Moin. Hallo. Ach ja. Darf man dich eigentlich Alex nennen oder willst du lieber Alexander genannt werden? Ich habe so viele Namen. Nenn ihn 31er. Das ist das einzig Wahre. Ich bin halt der 31er hier. Der Wahre und Echte. Er ist in unserem Team hier der einzig echte 31er. Wieso? 31 Jahre alt, 31. Teammitglied. Ach so. Ah ja, stimmt, der hat ja auch extra sein Abzeichen da gekriegt, ne? Ja, hat Schwabe mir extra angefertigt. Deswegen, ich bin der einzig wahre 31er. Und irgendwas war doch noch mit einer 31, glaube ich, bei dir. 31 Jahre alt, 31. Teammitglied? War dann noch? Das waren drei Sachen. Ja, deswegen meine ich auch. Ja, wir haben gestern erst noch drüber gesprochen, Mann. Ja. Da. Das hier abgeerntet oder ist das erntereif? Welches? Abgeerntet, da kann ich durchfahren. Passt. So, die abgeernteten Felder sind jetzt alle gedüngt. Wir müssen jetzt, glaube ich, aber noch zusehen, friesig schnell vorm Spulen, die abgeernteten Felder zu düngen. Die ja am Wachstum sind, weil die sind alle noch erste Wachstumsstufe. Oh ja, dann baller mal drauf. Ja, mach mal. Guck mal, ob wir hier Pflegebereifung haben. Ich weiß es gerade nicht. Der Fendt hat das und mehr können wir auch nicht. Ich hatte schon vorhin mit Yannick gesprochen, die Spritze mit, wir haben noch ein paar Flüssigdüngertanks da stehen. Ja. Aber da müssen wir einen zweiten Schlepper mit Fliegebereifung haben. Und die Spritze müsste wieder da sein. Jetzt ist nur die Frage, ob man das sich von Milo vielleicht in eins leiht, komplett mit Trecker und alles, also kriegt er einen anderen Trecker als Tausch. Du kannst, klar, geh mal runter und frag mal. Okay. Und ich kann auch ich machen. Also, ja, wenn du, mach du ruhig. Ja, da mach ich. Aber Trecker mit Spritze kriegen könnten mit Pflegebereifung. Ja, bin gleich wieder da. 0,3 Liter. Hallo. Hi. Ich hab eine Frage. Jo. Hast du einen Trecker mit Pflegebereifung? Jawohl. Brauchst du den gerade? Weiß ich nicht, aber wahrscheinlich eher nicht. Nee. Würdet ihr den uns kurz tauschen? Also wir würden euch eben einen anderen Trecker geben und wir nehmen einen mit Pflegebereifung? Ja, ja. Da könnten wir nämlich düngen. ja, dann würde ich gleich Alex runterschicken zu euch, wenn das okay ist. Jo. Alles klar. Ja. Braucht ihr die Spritze noch? Die könnt ihr gleich, die ist schon dran, die könnt ihr gleich mit. Ja, genau, das wollte ich fragen. Ja, gut, alles klar, danke, tschüss. Ciao. Ach, Tino kommt bald. Mach dich mal auf das Angebot gefasst. Oh, was will er mir denn anbieten? Ja, also ich brauch doch gar nichts gerade. Ich will jetzt nicht spoilern, aber hör's dir mal an. Ja. Wird lustig. Er war schon bei mir. Oder ich war bei ihm. Dann hat er mir das Angebot gemacht. Er wollte noch zu dir. Naja. Bis später. Jo, bis dann. Alex, ja, kannst du da holen. Unsere Spritze ist auch da dran. Dürfen wir nehmen. Eben anderen Trecker hinstellen. Kein Problem. Ja. Frisi, wie sieht das aus mit Kühe verkaufen? Oh, um 12, genau, um 12. Nach 12 verkauft mit dir mal. Ist das gemein, wenn ich ihn in den Walter da hinstelle? Nee, oh, dann haben wir das verpasst. Haben wir verpasst? Und dann hätten wir es verpasst, ja. Ist das wirklich real immer die gleiche Uhrzeit? Schwabbel hatte da irgendwas ausgerechnet, um ehrlich genau zu sein. Weil ich habe das auch mitgekriegt, dass man das so mal unterschiedlich, mal um 7, mal um 6, mal um 9. Immer wieder, je nachdem, immer wieder unterschiedliche Uhrzeit. Ja. Also ich würde sie jetzt gleich mal verkaufen. Ja. Bevor es ins Spulen geht quasi. Ja, genau, ja. Genau, alle 10 Stunden war das, ja.
Stimmt, ja, alle 10 Stunden haben wir die immer verkauft, genau. Weiß aber nicht, wann er das letzte Mal verkauft hat, ja. Was bringt denn so eine Kuh Spitzenpreis dann nachher? 2,4? Ne, oder 5? Irgendwie sowas. Ich weiß es gerade nicht. Also sie sind jetzt gerade bei 2,3. Was kostet eine neue Kuh beim Einschaffen? Das hatten wir auch letztes Mal irgendwann geguckt. Ich glaube, das waren 1. Nee. Ah genau, alle 10 Stunden, wenn die Gesundheit auf 100% ist. Und dann verkaufen, weil dann geht's nicht, dann wird's nur noch schleppend weiter. Ah, okay. Lager wieder ein bisschen mehr Platz drin? Ja. Obwohl, Janek hat schon wieder gut Silage reingelagert. Ja, ne, deswegen, das soll ja auch, also alles gut. Wir müssen die Ballen da wegbekommen. Kacke. Ich verstehe halt nur nicht, warum das so viel Performance zieht beim LS, das, keine Ahnung, warum. Ich denke mal, das liegt an den Polygonen, die da extra generiert werden für. Also quasi das 3D-Modell an sich, weißt du? Ja. Ja. Ich muss sagen, ich habe mit meinem Rechner, jetzt habe ich letztens festgestellt, eine CPU-Auslastung von 94%, wenn ich GTA spiele. Ja. Aber hier beim LS habe ich null Probleme. Null. Also selbst die letzte Zeit immer, egal ob jetzt hier TF oder Frontiers, also da habe ich nie Probleme mit gehabt. Ich habe gesagt, ja dann, Gott sei Dank. Hast du GTA-Probleme? 94% CPU-Auslastung. Und es fängt leicht an lecken. Ja. Ich weiß nicht, wie das kann. Ich habe schon, also CPU ist eigentlich, habe ich i5, habe ich einen Intel. Ja. Aber ich... Wenn ich den nächsten Mal Haus fertig habe, dann wird ein neuer Rechner angeschafft. Der ist jetzt 2, 3 Jahre alt, ist dieser jetzt. Ja, ich brauche ein kleines Upgrade. Also die Grafikkarte muss ich upgraden. Ja, Grafikkarte habe ich eine 2070 RTX. Ja, da habe ich eine 1080 Ti. Was, immer noch? Ja. Boah, ey, okay, da hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Ja, da, deswegen, ich muss da langsam ein bisschen upgraden. Also meine CPU kann ich noch einmal übertakten, aber... Ja, das ist das, wo ich mich selber so gar nicht mit auskenne. Ob ich da überhaupt noch bei meiner was machen kann. Ich kenne mich da auch nicht mit aus. Ich weiß, dass es geht, also wenn, müsste ich auch mich da schlau fragen und so, aber... Ich weiß, dass man da irgendwas im BIOS umstellen muss, aber was? Keine Ahnung. Auch eine größere C-Festplatte, das ist mir auch schon aufgefallen. So, haben wir sonst noch irgendwo Flüssigdinger stehen?
Nicht, dass ich wüsste. Wenn du die da genommen hast an dieses Bauernlädchen, dann weiß ich nicht. Also dann haben wir keine mehr. Ja, da habe ich jetzt hier alle 6 Kanister mal mitgenommen. Ja, dann haben wir nichts mehr. Ich werde immer müder und müder. Wir fahren auch keine Themen gerade ein, worüber man quatschen könnte. Hat der Chat vielleicht ein Thema? Haut raus eure Wunschthemen. Genau. Ich fange auch mit dem Feld an, was fertig gedüngt ist. Ich bin offen. Und du stehst heute auch nicht so ganz in der Welt, oder? Jetzt sagt er nichts. Kühe haben nicht, wurden nicht verkauft, nein. Nee, noch nicht. Das mache ich jetzt gleich. Sind die denn schon bei 100% überhaupt? Ja, ja. Achso. Steht was Neues. Ja, ich wollte das jetzt gleich machen, weil wir wissen ja nicht ganz genau, wann die jetzt zuletzt verkauft wurden. Dann haben wir nämlich so eine grobe Richtung, dass wir sie am nächsten Morgen um 6 Uhr wieder verkaufen können. Ja. Dann hätten wir unsere 10 Stunden oder nun. Steht was Neues in GTA an? Nee, momentan ist erstmal Fehlerbehebung angesagt. Sind noch einige. Ein Fehler hätte ich, den man beheben müsste. Welchen? Der schon bekannt ist, das Handy, die Tinder-App. Da wo du, das kannst du aber ja nicht sagen. Nee, das ist, bei den Handy ist das leider ein bisschen schwieriger, ja. Ich habe die Tinder-App nie benutzt, ich kann es dir leider nicht sagen. Ich hab da schon 2 Frauen durch verloren. Ja, weil du fängst an mit denen zu schreiben, dann kannst du nachher nicht mehr weiterschreiben, weil auch mal will die App nicht mehr. Aber das ist immer zu lustig. Freut mich aber das Tinder Club. Ah doch, man wundert sich. Aber man wundert sich dann auch, was dafür ab und zu welche dabei sind, die dann melden sich an und gucken nur, ne? Ja. Und dann sind die verheiratet sozusagen und dann nachher triffst du dich dann doch mit denen. Echt jetzt? Ja. Ist ja hart, ey. Nee, nee. Hat der King denn überhaupt die 10 Frau Freunde? Ja. Okay. Ich habe den King ja noch nicht kennengelernt, außer unbewusst bei einer Festnahme oder bei einer Geiselnahme. Geiselnahme, genau. Letztens auch, ich weiß nicht. Entschuldigung.
Folgst du mir auf Instagram? Hatte ich letztens so einen kleinen Clip reingepostet. Ich hatte einen Autounfall, bin durch ein D-Sync, bin dann durch die Scheibe geknallt. Bin dann zu MD und die hat, bevor der Clip eigentlich anfing, hat die noch mit mir rumgealbert und alles so mögliche. Und ja, guck mal, hinter dem Tresen kann ich mich verstecken und ich weiß nicht, was sie da alles gesagt hat. Und dann kam ein anderer Arzt und sagte, Herr King, kann ich Ihnen helfen? Und dann war kurz still. Oh mein Gott, nee, ach du Schande, Sie sind Herr King? Und ich sag, ja, was soll das denn da? Ich sag, du Schande, und ja, dann, ja. Das war die liebe Natti. Dass du gar nicht mehr vor ihr steht. Ich stell mich auch nirgendwo vor, weil eigentlich überall, wo ich hinkomme, wissen die Leute mehr über mich als ich über die, und ja. Ich denk dann immer, die wissen schon, wer hier vor denen steht. Das habe ich sogar ehrlich gesagt live gesehen gehabt. Also ich war wohl im Endeffekt, ich habe nicht, kann's ja nicht, verwende das auch nicht, darf man ja auch nicht, aber ich habe dir zugeschaut gehabt und dann war ich auch selber IC. Und dann habe ich nur gedacht, na, hat der dieselben Sinnprobleme wie ich gerade? So leichte Kopfschmerzen, dass da irgendwie das Auto weg ist. Ja, der ist. Ich saß im Auto und bei. Er ist ganz normal auf die Straße gefahren. Bei mir sind wir aber auf die Gleitplanke und dann gegen einen. Von Laterne. Ja, von Laterne. Und dann bin ich da rausgeflogen und ich denke mir, hä? Dann steige ich aus, drehe mich um, ist der Wagen weg. Ich denke mir, hä? Was geht denn jetzt ab? Ja, das habe ich gesehen. Das hatte ich auch einmal. Ich bin Halle vor der Wand gefahren. Also laut mir nicht, aber laut. Den Jungs, die mit dem Malef saßen, alle drei, ja. Oh. Ich will am liebsten ins Bett, ey. Bin ich Schlaf gehabt? Ja, ich war die ganze Woche zu Hause, weil ich krankgeschrieben war. Und hab dann natürlich abends auch mal was länger gemacht und so. Und dann habe ich es gestern einfach nicht geschafft, zum einzuschlafen. Und ich bin erst um 3 eingepennt. Ja, um 7 musste ich halt wieder aufstehen. Da hatte ich nur die 4 Stunden. Und dann hatten wir heute noch Inventur. Und jetzt bin ich voll im Arsch. So, das ist grässlich überhaupt. Ja, Inventur ist echt. Ich versuche die Inventur eigentlich immer zu meiden, aber irgendwie schaffen wir das, schaffe ich das nie richtig. Da bin ich froh, da muss ich seit 9 Jahren, wo ich seinen Job gewechselt habe, habe ich damit nichts mehr zu tun. Warst du vorher auch im Einzelhandel? Nee, Einzelhandel nicht direkt. Ich war Land- und Baumaschinenmechatroniker. Ah. Mhm. Und da war ich noch eine Lehre im Endeffekt oder auch ein Jahr Geselle, aber da mussten wir dann halt auch mit Inventur machen. Ja, und dann haben wir uns dann später immer so ein paar Späßchen erlaubt. Dann wurde halt ab Frühstück, und war drittes Lehrjahr, war ich, dann wurde ab Frühstück die Flasche Sprite rausgeholt. In eine Tasse gekippt. Was aber der Lagerist nicht wusste, dass da noch ein Beisatz drin war in der Flasche Sprite. Ja, und wie man dann so ist, ne, so mit 17, 18, Bremsen rein hier, das kann man da auf Fußboden einstreuen, ne, so hinsprühen, so einen Weg machen, eine Strecke nachvollziehen und dann, der Letzte hat seine Kippe aber fallen lassen, wie dämlich aber auch. Ja, und dann irgendwie nachher ab 16 Uhr, da brauchten wir auch nicht mehr Schrauben zählen oder so, weil das war überfällig. Dann habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht und seitdem war ich wieder nichts mehr mit. Ja,
das ist immer das Schöne, wenn man sein Hobby zum Beruf machen kann. Ja. Das ist echt richtig nice. Jetzt muss ich ganz kurz fragen, du warst doch Traktor-Pulling, oder? Auch, ja. Aber das hast du jetzt nicht zum Beruf gemacht, oder wie? Nein. Achso. Ich bin bei der Feuerwehrtechnischen Zentrale des Landkreises. Oh. Ich warte, pflege und repariere die Fahrzeuge der Feuerwehren des ganzen Landkreises. Mein Deutsch ist weg. Dann hat jemand eine Mission angenommen. Ja, oder das Feld. Feld gekauft. Das Feld gekauft, ja. Gekauft. Scheiße, haben wir noch einen Traktor? Ja, hinten am Silo, da steht noch ein John Deere. Ah, super. Könnte mir auch gerade vorstellen, wer. Ja, ich mir auch. Ja, der gerade seine Kühe verkauft hat und Schweine viel Geld gekriegt hat. Richtig. Wo ist das? Wo steht der? Da vor dem Kuhstall am Silo. Ach so. Wenn du jetzt links um die Ecke kommst. Ja. Macht die einfach auch immer größer, ja. Was sagst du? Dann ich mache hier den Weg auch immer größer. Da bin ich nicht alleine. Ich bin da auch schon zwei, dreimal jetzt durch die gefahren und das wird immer komischer breiter. Janik, wenn du gleich fertig bist, könntest du vielleicht hier die 61 und 62 noch weitermachen. Die kriege ich nämlich mit meiner Menge hier nicht mehr fertig. Ja. Was ist das da eigentlich für eine Sprache, die ihr da mal immer rauskotzt? Immer wieder eine andere. Ah. Veggie, das dankt dir nie jemand.
Welche Felder waren das? 51 und 62. 51? Oder ist das 61 und 62? 61 meinst du? Ja, da wo ich gerade drauf bin. Ja, ja. Und die 62, oder? Ich habe heute noch nichts gegessen, Leute. Ich habe Hunger. Ich habe aber noch eine Hotdog-Pizza mit Käserand. Aber Fisi, was hast du uns vorhin gesagt? Was denn? Erst die Aufnahme und den Stream beenden. Nicht, dass die Pizza vergessen wird. Ach so, meinst du? Ich wollte sagen, ja klar. Jetzt habe ich überlegen, ich mochte euch jetzt nicht mit dem Livestream eine Pizza. Ja, willst du gar nicht erkennen. Oh, schon Stopp. Aber meine lieben Freunde, damit sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Schaut auf jeden Fall zur nächsten Folge vorbei. Und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.